Einen wunderschönen guten Morgen, Tobi hier von den Nerds. Es ist Donnerstag und heute melde ich mich bei euch aus Frankfurt an der Oder aus meinem Dienst. Und zwar, weil heute für mich ein ganz besonderer Tag ist. Hier erzähle ich die Geschichte am besten von Anfang an. Vor rund 2 Monaten habe ich mich im Internet bei der Allianz ProSchiene als Trainfluencer beworben. Und heute ist der große Tag, an dem ich offiziell bekannt geben darf, dass ich in das Programm Trainfluencer bei der Allianz ProSchiene aufgenommen wurde und ab sofort offiziell als Trainfluencer für euch aus der Branche und aus meinem Berufsalltag berichten kann und darf. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn unsere Branche, das ist eine Zukunftsbranche, die Verkehrswende steht nicht nur vor der Tür, sondern ist im großen Gange und dafür braucht es Personale. Und ja, dafür bin ich angetreten, um euch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag zu zeigen und mit euch zusammen auf der Schiene zu reisen. Ihr kennt ja vielleicht die Filme von den Farming Nerds schon, wo man vorne aus dem Führerstand gucken kann oder manchmal auch in den Führerstand rein. Genau das und noch viel mehr wird es bei mir auf den Kanälen geben, nämlich ab sofort offiziell als Trainfluencer. Und wenn ihr Interesse habt, da mal vorbeizuschauen, dann macht das gerne auf der Homepage der Allianz ProSchiene auf www.allianz-pro-schiene.de. Da gibt's alle Infos zu den Projekten, die dort laufen und natürlich auch zu uns Trainfluencern. Und Jubel, Jubel, Freu, Freu. Ja, tatsächlich, ich freue mich da sehr und bin auch sehr stolz drauf. Ich darf da ab sofort mit dabei sein. Freue mich natürlich, dass ihr dabei bleibt und werde natürlich auch zur Allianz ProSchiene und zu dieser Aktion Trainfluencer euch noch einiges erklären in den nächsten Videos. Aber das dann jetzt erstmal offiziell die Bekanntgabe, das dürfen wir nämlich ab heute. Da freue ich mich sehr drüber. Dankeschön an meinen Dienstherrn, der mir die Erlaubnis dazu gegeben hat und natürlich auch danke an die Allianz ProSchiene, dass meine Bewerbung so überzeugend war, dass man mich ins Programm aufgenommen hat. Also auf viele, viele weitere tolle Eisenbahnvideos und ja, vielleicht in Zukunft begegnen wir uns ja auf der Schiene entweder von einem zum anderen EVU oder im gleichen EVU. Wir werden sehen. Aber es geht voran auf der Schiene in Deutschland. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Freude und auch einen wundervollen Tag hier aus Frankfurt an der Oder.